Wir haben bis jetzt ein Verfahren kennengelernt, durch Zustandselimination von einem näher zu einem regulären Ausdruck zu kommen. In diesem Video möchte ich ein alternatives Verfahren vorstellen, was etwas algebraischer vorgeht und dann diesen regulären Ausdruck durch Lösen von Gleichungen bestimmt. Wir fangen dazu mit der Idee und einem Beispiel an. Die grundlegende Idee besteht darin, dass wir für jeden Zustand in unserem Automaten eine Variable einführen. Und diese Variable soll den regulären Ausdruck enthalten, der alle Wörter beschreibt, mit denen man von dem Zustand aus in einen akzeptierenden Zustand kommen könnte. Das ist die Idee dabei. Und was man dann tut, ist, man stellt ein Gleichungssystem auf und löst das Ganze. Betrachten wir dazu dieses Beispiel hier, diesen Beispielautomaten, und fangen gleich mal mit dem Zustand Q1 an. Für diesen Zustand Q1 führen wir eine Variable x1 ein. Mit der grundlegenden Idee eben, dass in x1 der reguläre Ausdruck hinterher steht, mit dem wir alle Wörter beschreiben können, mit denen wir in einen Endzustand kommen. Wenn wir jetzt wissen wollen, mit welchen Wörtern wir in einen Endzustand kommen, muss man natürlich die ausgehenden Transitionen betrachten. Wir wissen, dass wir von Q1 mit der Transition A in den Zustand Q2 kommen. Das bedeutet aber, dass wenn wir alle Wörter angucken, mit denen wir von Q2 aus, also von hier aus, in einen Endzustand kommen würden, und wenn wir davor ein A hängen, dann haben wir alle Wörter, die wir zum Beispiel über diese Transition mit dem A und dann weiter von Q2 aus betrachten können, um in einen Endzustand zu kommen. Deswegen fangen wir an, unsere Gleichung so aufzustellen, dass wir sagen, x1 ist gleich ax2. Das heißt, da x1 enthält alle Wörter, die zuerst ein A haben und danach so weitergehen, dass wir von Q2 aus in einen Endzustand kommen würden. Das ist die Idee. Das ist aber natürlich nicht die einzige Transition. Es gibt noch eine zweite Transition. Das ist diese C-Transition, mit der wir zu Q3 kommen. Das ist alternativ, könnte man auch zuerst ein C lesen und danach eben zu Q3 gehen. Das heißt, es ist auch möglich, dass von Q1 aus wir mit Wörtern, die ein C haben und danach so weitergehen, dass man von Q3 aus in einen akzeptierenden Zustand kommen würde. Das wäre auch eine Möglichkeit, um zu einem akzeptierenden Wort zu kommen. Wir haben also zwei Möglichkeiten und diese zwei Möglichkeiten werden dann durch Plus getrennt, weil das Alternativen sind. Wir können das eine machen oder das andere. Also wir können entweder ein A haben und danach ein Wort, was so weitergeht, dass wir von Q2 aus in einen Endzustand kommen. Oder wir können ein C haben und das Wort kann so weitergehen, dass wir von Q3 aus in einen Endzustand kommen. Gut, damit erhalten wir unsere Gleichung für x1. Und wenn Sie scharf hingucken, sehen Sie schon, dass diese Gleichung für x1 quasi 1:1 die Transitionsrelation abbildet. Also für unsere Transition von Q1 mit A nach Q2, für diese Möglichkeit, bekommen wir den Teil ax2 hinzu. Und für die Alternative mit c nach Q3 überzugehen, bekommen wir ein plus cx3 dazu in unsere Gleichung. Nun ist das, wenn wir das Ganze entsprechend fortsetzen für x2 und x3, dann bekommen wir für x2 die Gleichung zum Beispiel bx2, weil wir so eine Schleife bei x2 haben, plus ax3, weil wir diesen Übergang mit a zu q3 haben. Und für x3 bekommen wir, weil wir nur einen Übergang nach x4 mit dem c haben, die Gleichung x3 ist gleich cx4. Für x4 selber, also für die Gleichung, die zu q4 gehört, müssen wir nochmal kurz nachdenken. Wir erhalten als Lösung x4 ist gleich epsilon, weil wir von q4 aus, weil das ein Endzustand ist, das epsilon direkt akzeptieren. Weitere Übergänge gibt es hier nicht, deswegen müssen wir auch nichts weiteres hinschreiben und wir haben einfach x4 ist gleich epsilon, was auch zu der Idee passt, dass wir von x4 in einen akzeptierenden Zustand, von q4 in einen akzeptierenden Zustand genau mit epsilon kommen, es keine andere Möglichkeit gibt. Um diese Gleichung jetzt zu lösen, das Gleichungssystem zu lösen, fangen wir an, rückwärts einzusetzen. Wir wissen, dass x4 epsilon ist, das heißt, wir können die Lösung für x4 gleich epsilon, können wir in die Gleichung für x3 einsetzen. Wir können also x4 einfach mal durch die rechte Seite dieser Gleichung ersetzen, also durch epsilon. Erhalten dann die Gleichung x3 ist gleich c epsilon, das können wir vereinfachen zu c. Wir wissen also, dass x3 gleich c ist, der reguläre Ausdruck aller Wörter, die wir von q
Q3 ausakzeptieren ist C. Das ist auch genau das, was man erwarten würde, wenn man den Automaten scharf anguckt. Das Ganze können wir natürlich fortsetzen. Wir können die Lösung für x3 einsetzen in die Gleichung für x2, erhalten dann die Gleichung x2 ist gleich bx2 plus ac und stellen an dieser Stelle ein gewisses Problem fest. Die Gleichung ist nämlich rekursiv. Wir müssen also irgendwie in der Lage sein, diese rekursive Gleichung zu lösen. Und dabei hilft uns das sogenannte Ardensche Lemma. Das Ardensche Lemma sagt, wenn ich drei Sprachen habe, u, v und x, und ich weiß, dass epsilon nicht in u ist, dann hat die Gleichung x gleich ux vereinigt v die Lösung x gleich u Stern v. Und um sich klarzumachen, warum das so ist, schreiben wir die Gleichung einfach mal auf. Die Ursprungsgleichung lautet ja x ist gleich ux vereinigt mit v. So, und wenn ich jetzt die rechte Seite für das x einsetze und diese rekursive Gleichung einfach einmal ausrolle, dann erhalte ich daraus die Gleichung u, Klammer auf, jetzt setze ich die rechte Seite ein, ux vereinigt mit v, vereinigt mit v. Das Ganze kann ich nach dem Distributivgesetz zu ux vereinigt mit uv vereinigt mit v ausrechnen. Und Sie sehen, wenn ich das weitermachen würde, so weiter, dann würde ich ganz viele u's bekommen, immer gefolgt von x, und ganz viele u's gefolgt von v. Das heißt, um diese Rekursion wirklich abzubrechen, muss am Ende mal ein v kommen und davor dürfen aber beliebig viele u's kommen. Und das ist genau das, was das Ardensche Lemma sagt. Beliebig viele u's, deswegen haben wir hier an dieser Stelle u Stern und am Ende muss irgendwann mal ein v kommen. Und das ist genau die Lösung für diese Gleichung hier, für diese rekursive Gleichung. Das Ganze können wir dann auch nochmal als Folgerung für reguläre Ausdrücke formulieren, indem wir einfach reguläre Ausdrücke e, f und x nehmen und die Gleichung in dieser Form für reguläre Ausdrücke aufschreiben. Und dieses Lemma in dieser Form können wir dann nutzen, um unsere problematische rekursive Gleichung hier zu lösen. x2 ist offensichtlich die Variable x, dieses b ist das e und das v ist in unserem Fall hier das ac. Dieses hier. Und die Lösung ist nach dem Ardenschen Lemma dann, dass wir b Stern haben, gefolgt von ac, weil wir immer mal wieder b machen dürfen. Irgendwann müssen wir uns dann für ac entscheiden. Das heißt, Lösung können wir inschreiben, das ist b Stern ac. Damit haben wir jetzt eine Lösung für x2 gefunden und diese Lösung für x2 können wir dann einsetzen in die Gleichung für x1 zusammen mit der Lösung für x3. Und dann bekommen wir am Ende für x1 die Lösung a b Stern ac plus cc, wenn wir das einfach einsetzen. Und hier an dieser Stelle ist das die Variable für den Startzustand und das ist genau der reguläre Ausdruck, der uns eigentlich interessiert, weil wir wollen ja wissen, wie kommt man vom Startzustand aus in einen Endzustand. Und vom Startzustand, das ist eben der einzige, der hier ist, ist x1, kommen wir mit allen Wörtern in den Endzustand, die diesem regulären Ausdruck entsprechen. Damit haben wir den regulären Ausdruck für unseren Automaten gefunden. Für den Fall, dass es mehrere Startzustände gäbe, wäre natürlich ist egal, von welchem Startzustand aus wir in einen Endzustand kommen. Das heißt, wir müssten dann an dieser Stelle die Vereinigung, das heißt mit Plus aller möglichen Lösungen für die Startzustände bilden. Und das wäre dann der reguläre Ausdruck für unseren Automaten. Zum Abschluss fassen wir das Ganze noch einmal zusammen als Algorithmus, wie man jetzt durch so ein Gleichungslösungsverfahren von einem gegebenen Näher, zu einem Näher hier, zu einem regulären Ausdruck gelangt. Dazu gehen wir so vor, dass wir für jeden Zustand unseres Nähers qi, eine Variable xi, einführen und genau eine Gleichung, die diese Variable xi definiert. Und um diese Gleichung aufzustellen, brauchen wir zuerst einmal alle Transitionen, die in qi starten. Nehmen wir einfach mal diese hier an. Es wären alle, also wir nummerieren die Zielzustände dieser Transitionen durch mit i1 bis im. Also wir kommen
von QI mit A1 nach QI1 und so weiter, bis wir irgendwann von QI mit AM zu QIM kommen. Also das sollen alle möglichen Nachfolger sein. Und für den ersten Fall, dass QI kein akzeptierender Zustand ist, dann bauen wir die Gleichung hier in dieser Form. Das heißt, wir sagen X1 ist gleich A1 XI1 plus und so weiter bis AM XIM. Das heißt, da bilden wir 1:1 die Transitionen ab, die wir aus dem Automaten sehen. Für den Fall, dass QI ein akzeptierender Zustand ist, sieht die Gleichung fast genauso aus. Der einzige Unterschied ist, dass wir zusätzlich noch plus Epsilon haben, weil wir von diesem Zustand aus ja auch direkt aufhören können, mit Buchstaben einzulesen und direkt akzeptieren können. Das heißt, von diesem Zustand aus wird auch immer das Epsilon akzeptiert. Das müssen wir also mit plus Epsilon hinzufügen. Nachdem wir jetzt diese Gleichung aufgestellt haben, müssen wir das Gleichungssystem lösen. Und dazu benutzen wir Substitution auf der einen Seite und das Adamsche Lemma für den Fall, dass wir Rekursionen haben. Und mit beiden Vorgehensweisen kommen wir dann zu einer Lösung für unser Gleichungssystem. Und am Ende können wir den regulären Ausdruck für den Automaten einfach dadurch ablesen, dass wir alle Startzustände angucken, deren Lösungen nehmen und mit Plus vereinigen. Wenn wir nur einen Startzustand haben, können wir es direkt ablesen, dann ist da nichts zu tun. Und auf diese Weise haben wir dann von einem Näher aus direkt den regulären Ausdruck konstruiert.